Geometrie, rechtwinkliges Dreieck. Wenn immer wir rechtwinkliges Dreieck hören, das heisst, wir haben hier ein Dreieck und wir haben hier einen rechten Winkel, also 90 Grad. Ja? Dann nehmen wir hier C, A und B. Dann müssen wir immer daran denken, sobald wir rechten Winkel hören, gilt Satz des Pythagoras. Was sagt er? Sagt folgendes: C Quadrat, also gerade, wir nennen das Hypotenuse, also die Seite, die gerade gegenüber vom rechten Winkel liegt, die ist, also das Verhältnis von C Quadrat ist gleich A im Quadrat plus B im Quadrat. Das heisst, C ist gleich die Wurzel von a Quadrat plus b Quadrat. Also wir ziehen hier über beide Seiten die Wurzel. Das bedeutet wiederum, dass a Quadrat gleich, also wenn wir hier das b Quadrat über würden, dann hätten wir hier c Quadrat minus b Quadrat. Ja, jetzt haben wir in dem Fall auf beiden Seiten einfach minus b Quadrat gerechnet. Und wenn wir hier wieder die Wurzel ziehen, dann haben wir hier a gleich die Wurzel von c Quadrat minus b Quadrat. Es gilt auch b Quadrat gleich c Quadrat minus a Quadrat. In dem Fall haben wir hier oben auf beiden Seiten einfach minus a Quadrat gerechnet, ja. Jetzt, wenn wir auch hier die Wurzel ziehen, dann haben wir hier b gleich Wurzel von c Quadrat minus a Quadrat. So, welche Aufgabe haben wir das mal gegeben? Also hier Aufgabe, ja, gegeben. Wir haben hier die Hypotenuse c, die ist gleich 5, also die hat Länge 5 cm, Meter, Kilometer, was auch immer. Also welche Einheit auch immer. Und wir haben Seite A gegeben, ja, und die hat Länge, sagen wir mal, 3. So, jetzt haben wir hier C gleich 5. Hier ist unser rechter Winkel. Und wir haben A gleich 3. So, jetzt wollen wir B berechnen. Ja, also stellen wir mal hier auf. Satz des Pythagoras. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Wir ziehen auf beiden Seiten, wir wollen ja B isolieren, wir ziehen auf beiden Seiten A Quadrat ab. Dann haben wir hier A Quadrat plus B Quadrat minus A Quadrat gleich C Quadrat minus A Quadrat. Jetzt können wir hier a Quadrat minus a Quadrat rechnen, das gibt 0. Dann haben wir hier 0 plus b Quadrat gleich c Quadrat minus a Quadrat. Das 0 streichen wir weg. Jetzt ziehen wir auf beiden Seiten die Wurzel. Dann haben wir hier b Quadrat, Wurzel von b Quadrat gleich Wurzel von c Quadrat minus a Quadrat. Und Wurzel von b Quadrat ist gleich b Quadrat hoch 1 Zweitel. Und das wiederum ist gleich b 2 Zweitel. Das ist b hoch 1 und das wiederum ist b. Somit haben wir b gleich Wurzel c Quadrat minus a Quadrat. Jetzt geben wir unsere Werte ein. C Quadrat, c ist 5, haben wir gesagt, Quadrat minus a ist 3 im Quadrat. Dann rechnen wir mal innen aus. Dann haben wir hier 5 mal 5 minus 3 mal 3. Das geht hier 25 und hier 9. Dann haben wir hier 25, Wurzel von 25 minus 9. Das ist die Wurzel von 16. 16 hoch 1 Zweitel, ja, wir können beides schreiben, Wurzel von 16 oder 16 hoch 1 Zweitel. Was bedeutet Wurzel von 16? Das ist, da stellt sich die Frage, ja, also
Eine Zahl mal sich selber muss eben 16 geben. Das bedeutet Wurzel. Das ist der Fall, wenn wir hier haben, Wurzel von 4 mal 4. Und damit haben wir auch die Lösung. Wir nehmen hier das 4 runter und dann haben wir hier b gleich 4. Das ist die Lösung. Ja, gesucht. B gleich Fragezeichen. Jetzt können wir zur Kontrolle unser b hier oben eingeben. Ja, mit dem Wert a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Stimmt das? Wir geben hier i für a 3 im Quadrat, b geben wir i 4 im Quadrat, gleich c im Quadrat, das ist 5 im Quadrat. Und damit haben wir hier, ja, wenn jetzt hier auf beiden Seiten das stimmt, dann haben wir die Lösung. Ich bin der Flamur Schala, abonniere mich auf Fokusstrategie, mach's gut.